Und damit heiße ich Sie alle offiziell recht herzlich willkommen zu unserem Webinar HR Digitalisierung mit IBM Watson Talent Solutions. Wir haben zwei Referenten dabei seitens der IBM, die sich aber gleich selbst vorstellen würden. Das ist einmal der Sven Semet und der Roger Hanegi. Heiße Sie nochmal herzlich willkommen, jeweils Stuttgart und Zürich zugeschaltet. Sie werden selbst auch für die einen oder anderen, die nochmal ganz genau wissen wollen, was macht denn IBM Richtung der Personalerwelt? All das werden Sie uns gleich selbst am besten direkt sagen. Ich ziehe mich wie versprochen zurück und überlasse Ihnen und der Frau Peters sozusagen die Bühne. Prima, vielen Dank, Herr Niaber, für die Einleitung und die Begrüßung da an der Stelle. Wir wollen uns jetzt hier auch kurz per Webcam vorstellen. Mein Name ist Sven Semet, eben wie im Titel beschrieben, als HR Thought Leader in der IBM für die Digitalisierung im HR-Wesen unterwegs, begleite die IBM in einigen Digitalisierungsprojekten und einige große Unternehmen in Deutschland, Österreich und Schweiz und freue mich, heute hier in diesem Webinar etwas aus unserem Alltag zu berichten und aufzuzeigen, was wir mit unserem IBM Watson im HR-Umfeld alles unternehmen. Roger, deine Vorstellung? Ja, mein Name ist Roger Hanke, guten Tag. Ich freue mich auf eine Live-Demo, die ich Ihnen präsentieren darf. Ich bin Solutions Consultant, auch in Deutschland, Österreich und Schweiz mit Sven unterwegs. Und ich freue mich wirklich auf die Stunde, die wir gemeinsam haben. Starten wird allerdings Sven. Ich werde dann nachziehen im Verlauf der Präsentation. Prima, vielen Dank, Roger. Auf der nächsten Seite findet man dann auch nochmal unsere beiden Namen und unsere Rollen. Die Präsentation werden wir ja entsprechend verteilen, sodass wir jederzeit ansprechbar sind, wenn es da irgendwelche Fragen noch einmal im Nachgang gibt oder interessante Projekte, die wir gemeinsam gestalten können. Auf der Seite 3 ist dann die Problemstellung, in der wir aktuell gerade stecken, wo wir sehen, dass wir die HR-Strategien und Systeme, die wir aktuell heute teilweise in den Unternehmen benutzen, deutlich überdenken müssen, weil sie einfach wirklich für ein anderes Zeitalter geschaffen wurden. Diese Systeme kommen tatsächlich aus dem Prozessualen, wo wir jetzt in Vergangenheit über Lean und Six Sigma und Prozessautomatisierung, Shared Service Center Implementierung, Software implementiert haben, die jetzt an ihre Leistungsgrenzen gekommen ist, wo wir jetzt auch mit einem neuen Zeitalter der Kognitiv-Ära, und das wird man verstehen nach dieser Präsentation, mit dieser Kognitiv-Ära auch neue Funktionalitäten haben werden und diese nutzen können, um dann unterschiedliche Personalprozesse machen zu können. Es geht auch um die typischen Personalthemen, Vergütung, Mitarbeitergewinnung, so wie es hier dargestellt ist. Dann ganz wichtig das Thema Führungskräfte und Mitarbeiterentwicklung. Das Engagement der Mitarbeiter wird immer mehr eine große Rolle spielen, gerade jetzt aktuell natürlich aufgrund des demografischen Wandels und der Fachkräfteproblematik für einige Unternehmen. Nur engagierte Mitarbeiter werden die Leistung bringen im Unternehmen, werden motiviert sein, ihre Ziele zu erreichen oder definitiv motiviert sein, im Unternehmen zu bleiben, weil Chancen im Arbeitsmarkt aktuell haben sie überall und können da ganz leicht abwandern, wo wir nachher auch in der Demo einen schönen Use Case sehen werden, wie man hier entsprechend agieren kann. Also die Mitarbeiterbeziehung ist ganz wichtig und die IT-Sicherheit darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, wenn wir hier über sensitive Personal Information Data reden, dann muss es hier alles natürlich entsprechend in Systemen abgewickelt werden und die Mitarbeiter, so habe ich es in einigen Artikeln in letzter Zeit auch schon geschrieben, müssen ein Vertrauen in ihren Arbeitgeber haben, dass sensibel eben mit ihren personenbezogenen Daten hier auch umgegangen wird. Egal ob es um Kommunikationsdaten geht, die sie tagtäglich in den Systemen nutzen oder eben einfach tatsächlich die personenbezogenen Daten, die es rund ums Gehalt, ihren Status, vielleicht um das Gesundheitswesen, was es auch immer gibt. Und das muss gut abgebildet sein. Das sind so die Disziplinen, die wir hier betrachten.
Und wenn wir dann auf die nächste Seite schauen, dann sieht man hier, dass wir einen Plan schaffen müssen, um uns eben weg von diesen Speichersystemen hin zu Systemen zu bewegen, die uns eben neue Einsichten geben. Also es geht um eine durchgängige Nutzererfahrung zu schaffen für Mitarbeiter, Führungskräfte, Personalmitarbeiter. Dann, wir nennen es die Mitarbeiter aufpowern. Da geht es tatsächlich darum, Self-Service zu etablieren und den Mitarbeitern Systeme zur Verfügung zu geben, Apps am besten auf dem Smartphone, auf dem Tablet zur Verfügung zu geben, um schnell, so wie wir es auch teilweise aus dem Privaten kennen, eine Iteration zu machen, eine Aktion zu machen, eine Information zu bekommen. Und mit diesen Self-Services rund um das HR-Wesen dann eben natürlich auch die Business-Strategie entsprechend mit beeinflussen können. Führungskräfte sollen schnell hiren können, gemeinsam mit der Recruitment-Abteilung. Führungskräfte sollen schnell ihre Mitarbeiter entwickeln können. Sie sollten einen schnellen Status haben. Wo steht mein Mitarbeiter? Wo sind die Sorgen nötig? Der Mitarbeiter selber soll seine Karriere planen können und selbst mitgestalten können. Und Personal soll das natürlich in der Interaktion mit Mitarbeitern bzw. Führungskräften entsprechend unterstützen und supporten können. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie schon einleitend gesagt, durch das, dass wir jetzt in eine neue Ära starten von Computersystemen, die sogenannte Kognitiv-Ära, die auch ein paar spezifische Eigenschaften hat, die wir jetzt auf der nächsten Seite 5 dann entsprechend sehen werden. Herr Simit, also wir verstehen. Kurze Frage, wollen wir noch mal kurz nachfragen, wer eigentlich IBM Watson kennt oder kommt diese Umfrage noch später? Ah ja, guter Punkt. Machen wir jetzt gleich, wenn ich hier die Cognitive Computing Systeme mal kurz erklärt habe. Genau, weil sonst, sonst kennen gleich alle den Watson, aber das, wir fragen mal direkt. Ich stelle mal eine kleine Umfrage, liebe Teilnehmer, die geht jetzt direkt los und wenn Sie mögen, klicken Sie doch mal direkt rein, haben Sie schon mal vom IBM Watson gehört? Der Name Watson, kann mir jemand sagen, wo kommt der eigentlich her? Weiß das jemand? Also jetzt die Frage an Herrn Semet oder an den Roger. Na klar können wir den nennen. Das ist einer unserer CEOs, langjähriger CEO und wir haben uns dieses Watson-System 2011, als wir das 100-jährige Jubiläum der IBM gefeiert haben, haben wir uns dieses Watson-System zum Geburtstag geschenkt und ja, wir haben es benannt eben auf Basis eines unserer langjährigen CEOs, der uns speziell in den 60er Jahren in der Mainframe-Ära besonders viel Spaß gemacht hat, als wir tatsächlich in diese digitale Ära gestartet sind, 60er, 70er Jahren. War ja die IBM einer der wesentlichen Treiber in der Informationstechnologie, bis dann andere mit Marktmitbegleiter dann auch gekommen sind. Okay, also der CEO, nicht wie man erst schon mal vermuten könnte, Watson klingt so ein bisschen nach Butler, aber das war er sicherlich nicht. Okay, dann schließe ich mal die Umfrage, übertrage die Ergebnisse. Ja, 43% haben davon gehört, 22% auch schon Anwendungsbeispiele gesehen, 8% nutzen bereits den IBM Watson und 27% sagen, nein, interessiert mich aber sehr. Ja, und logischerweise, sonst hätten wir 0% sagen, nein, interessiert mich auch nicht. Sehr schön. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, super. Herzlichen Dank. Genau, und dann gehen wir weiter in dem Thema, und zwar das Thema Cognitive Computing, was hier entsprechend dargestellt ist auf der Seite, zeichnet sich eben aus, dass diese Systeme nun interagieren werden mit dem Enduser, also mit dem Mitarbeiter, mit der Führungskraft, mit der Personalfunktion und tatsächlich hier nicht nur einfach Fragen beantworten, sondern Nachfragen kommen, entsprechend Vorschläge gemacht werden, wie hier mit diesem Thema umgegangen werden soll, was wir auch gleich später nochmal sehen werden. Kognitive Systeme werden auch eine Beurteilung machen. Das heißt, sie werden die Daten verstehen, die werden die Daten auslesen und das werden wir auch nachher sehen, auslesen und dann auch daraus schon ein Verständnis erzeugen und Vorschläge schon zu
Wissen machen, was eben aus den Daten herauszulesen ist. Und last but not least, und da sind wir sicherlich mit dem IBM Watson sehr weit schon fortgeschritten, diese Systeme lernen eben auch. Durch die Interaktion, durch das Verändern der Daten, durch die Fragestellung, die man mit diesem System macht, lernen die Systeme hinzu. Sie können entsprechend trainiert werden. Und das ist der große Mehrwert jetzt in diesem Cognitive Computing, dass wir hier nicht mehr das dumme System haben, sondern ein mitlernendes System haben, das für unterschiedliche Einsatzbereiche genutzt werden kann. Ich gehe mal davon aus, der ein oder andere, wo Anwendungsbeispiele schon aus der Watson-Technologie hier in der Umfrage gerade angekreuzt hat, der kennt den Krebsfall. Das ist der erste Einsatzbereich, wo man IBM Watson-Technologie nun schon sehr produktiv im Einsatz hat. Das ist die Unterstützung von Krebsärzten in den entsprechenden Krebszentren. Und dort hat man eben auch so ein System trainiert mit Symptomen, mit Laborwerten, auch mit Bilddaten aus unterschiedlichen Gesundheitsuntersuchungen umzugehen. Und hier einen Krebsarzt, der, so ist es bekannt, nur 20 bis 30 Therapieformen kann ein guter Krebsarzt den Symptomen und Laborwerten entsprechend zuordnen. Im Markt gibt es aber um die ca. 300 Therapieformen und deshalb ist es mega hilfreich, jetzt in den letzten Jahren hier so ein System zu haben, das eben alle Therapieformen kennt und dann entsprechende Werte zuordnen kann. Und das war eben eines dieser Trainingsbeispiele und es geht jetzt auch weiter, wenn so ein Krebsarzt eine entsprechende Therapieempfehlung für seinen Patienten bekommt, dass dieser System rückwirkend natürlich auch die Erfolgs- oder eben im schlechten Fall auch die Negativmeldung bekommt und somit zukünftig eben sagen kann einem Krebsarzt, du hast folgenden Patient vor dir, der hat die entsprechenden Symptome und entsprechende Werte. Ich würde Therapieform 247 zum Beispiel empfehlen und übrigens genau mit den gleichen Werten und mit dem Gesundheitsverlauf habe ich schon 5000 anderen Patienten helfen können. Also das ist tatsächlich ein Expertensystem, was da jetzt zukünftig zur Verfügung steht. Und dieses Training geht jetzt eben in unterschiedlichen Feldern weiter. Unter anderem trainieren wir dieses System jetzt eben auch für den Einsatz in Personalsituationen. Und um da weiterzugehen, dann auf der nächsten Seite kann man hier dann auch drei Bereiche sehen, in welchen diese Systeme agieren. Also das sind die üblichen Analytics-Systeme, die wir heute kennen, die können ganz gut descriptive Analytics machen. Das heißt, hier, wie wir das sehen, das Auto ist in das Schlagloch reingefahren und ein System kann aus Historie sagen, da war ein Schlagloch und es hat folgende Schäden wegen mir verursacht. Die nächste Geschichte, die man aus historischen Daten dann jetzt auch schon recht gut kann, ist mit Analytics-Systemen dann eine Prediction zu machen. Das sieht man dann auf dem zweiten Feld. Dort sieht man das Auto kommen, auf die Schlaglöcher entsprechend zuzufahren. Und ein System kann sagen, Vorsicht, da vorne kommen Schlaglöcher, überlässt dann aber das Agieren eigentlich dem Fahrer selber. Das ist die Prediction, die hier zur Verfügung steht. Wir gehen noch jetzt einen Schritt weiter und das geht eben jetzt auch um die Empfehlung zu geben. Das ist die Prescriptive Analyse. Das heißt, da vorne kommen Schlaglöcher und wir würden dir Fahrer empfehlen, fahr ganz links auf der Fahrbahn, dann kannst du auch ohne Probleme um diese Schlaglöcher herumfahren. Also diese Empfehlung auch zu geben, mit einer Situation entsprechend umzugehen und die kann auch noch eins weitergehen, Vorsicht, da vorne kommt Gegenverkehr, halt kurz an und warte ab, bis der Gegenverkehr vorbei ist und fahre dann um die Schlaglöcher entsprechend herum. Das ist die bildhafte Darstellung hier in diesen drei unterschiedlichen Analytics-Bereichen, wo wir uns jetzt bewegen und ja, die Möglichkeiten, die wir eben hier mit IBM Watson haben, ist eben jetzt vorwegzugehen,
in die Prediction und in das Prescriptive entsprechend mit reinzugeben. Und da gibt es dann im Markt auch schon erste Anwendungsbeispiele, die wir auf Seite 7 dann sehen. Hier mal drei Bilder dargestellt. Wir werden zukünftig morgens in unseren Spiegel schauen und dort ganz wichtige Informationen schon bekommen. Nicht nur die Begrüßung wird uns gegenübertreten, sondern wir bekommen auch unseren Tagesablauf. Wir kriegen entsprechende Wettervorhersagen möglicherweise. Das heißt, wir haben dort morgens schon gleich nach dem Aufstehen die erste Interaktion, vermutlich mit unserem Spiegel, der uns wichtige Informationen gibt. Wir kennen Olli schon, der eine oder andere hat es in den Medien gesehen. Das ist der erste selbstfahrende Bus, der aus 3D-Druckern sogar erstellt wurde, der aber auch mit Watson-Technologie ausgestattet ist, der interagiert mit seinen Fahrgästen und entsprechend hier Antworten gibt zum Verkehrsverlauf natürlich in jedem Fall. Wann komme ich wo an? Wie lange wird es dauern? Werden wir im Stau stehen? Aber Sie können ihn auch nach dem Wetter fragen. Er wird interagieren, dieser Bus, wenn Sie in dem sitzen und haben hier das erste selbstfahrende, interagierende Vehikel, welches jetzt in den einzelnen Städten zum Einsatz kommt. In Deutschland werden wir ihn als erstes wahrscheinlich in Karlsruhe sehen. Dort wurde er auch schon angekündigt als selbstfahrendes System in Karlsruhe, welches ja die Pilotstadt in Deutschland wird für selbstfahrende Fahrzeuge. Und unten links dann noch der Kochroboter. Auch das kann man sich im Internet anschauen. Auch das ist schon käuflich verfügbar. Der lernt aus Ihren Interaktionen zu kochen und wird jedes Gericht, was Sie ihm einmal vorgekocht haben, entsprechend nachkochen können. Auch hier ein Lernumfeld, noch nicht powered by Watson, aber das Kochbuch hat Watson schon dazu geschrieben. Ich weiß es aber persönlich nicht, ob es der Kochroboter auch schon mit dem Watson Kochbuch verbunden ist. Aber auch Watson kann zum Beispiel schon kochen. Also hier drei Anwendungsfälle hier in dem Umfeld, dass Systeme lernen, interagieren und dann gemeinsam mit demjenigen, der davor sitzt, eben Entscheidungen trifft. Wenn wir dann eins weitergehen auf Seite 8, haben wir mal die Felder jetzt umgeschrieben, wo wir Watson Talent einsetzen. Das ist jetzt quasi die IBM-Lösung, um menschliche Expertise und Urteilsvermögen mit künstlicher Intelligenz im Umfeld von Personalarbeit anzureichern. Somit kann HR eben besser entscheiden, besseren Service bieten und den Mitarbeitern erleichtern, ihr Geschäft zu machen, ihre Ziele zu erreichen, sich weiterzuentwickeln. Und da haben wir fünf Felder identifiziert, wo wir diese Lösungen zum Einsatz bringen. Das ist natürlich das Recruitment, also mit Watson lernt man interne und externe Datenquellen, um eben bestmögliche Bewerber im Unternehmen für entsprechend eine beliebige Stelle zu finden. Es wird zukünftig nicht mehr unbedingt notwendig sein, dass sich ein Kandidat explizit auf eine freie Stelle bewirbt, sondern ich habe irgendwann die Möglichkeit, den Kandidaten tatsächlich einer entsprechend passenden Stelle zu matchen. Und das ist ein wesentlicher Mehrwert, den wir da im Recruitment zukünftig haben werden. Wir haben dann den Watson Career Coach. Das ist ein Coaching-System, ein Assistent zukünftig für Mitarbeiter, basierend auf individuelle Ziele, Wünsche, Fähigkeiten, einen Karrierepfad mitzugestalten, Karriereempfehlungen zu machen und den Mitarbeiter zu begleiten, eben im Unternehmen oder vielleicht auch außerhalb des Unternehmens hier seine Karriere zu machen. Auch dazu wird es ein entsprechendes System geben und wir haben später noch einmal einen kleinen Screenshot davon auch. Im Bereich von Talent Development, da geht es dann ums Lernen. Wir kennen alle jetzt schon seit Jahren, das Lebenslernen wird notwendig sein. Wissen, das wir vor 5 oder längere Jahren uns angeeignet haben, hat eine immer kürzere Halbwertszeit. Und eigentlich ist es interessant, was ich mir ad hoc anlernen kann und hier entsprechend trainieren kann. Und hier wird es ein Watson Talent Development System geben, das eben individuelle Bedürfnisse, Kenntnisse und Ziele für eine aktuelle oder auch eine angestrebte Position
gemeinsam mit dem Mitarbeiter trainiert und lernt und somit dem Mitarbeiter eben die Möglichkeit gibt, auf aktuellem Wissen hier entsprechend zu agieren. Das vierte Umfeld sind dann die IBM Virtual Agents für HR, die es geben wird, hier ein Support-System, um HR-Aufgaben zu erledigen. Das kann schon ein Bot sein in einem interaktiven Chat-System. Es kann aber Unterstützung auch im Shared Service Center sein, um hier schnell Wissen, das ein Mitarbeiter oder eine Führungskraft an das Shared Service Center als Frage adressiert, entsprechend zu beantworten. Und der fünfte Bereich, das was wir heute auch etwas vertiefen werden, ist das Thema IBM Watson Talent Insights. Das ist die übergeordnete Aufgabenstellung der Analytics. Also hier tatsächlich Vorhersagen bezogen auf HR-Fragen, wie zum Beispiel Fluktuation, Engagement oder Performance zu treffen und hier Entscheidungsvorlagen zu machen, um nächste Schritte zu gehen. Aber da will ich nicht so viel vorgreifen, weil das wird mein Kollege Roger Henke gleich etwas detaillierter dann nochmal darlegen und beschreiben. Ich möchte noch die zwei Bereiche Career Coach, wenn wir auf Seite 9 gehen, haben wir es nochmal als Piktogramme dargestellt, Career Coach und Talent Development an zwei Beispielen erläutern. Hier auf Seite 10 dann dargestellt, die Plattform bezüglich dem Learning-Umfeld, also Mitarbeiter erhalten persönliche Lern- und Karriereempfehlungen von ihrem kognitiven Berater. Das muss natürlich mobil verfügbar sein. Wir haben es hier entsprechend dargestellt auf dem Tablet mit einer entsprechenden Übersicht. Muss intuitiv und motivierend sein und soll dann für mich Lernempfehlungen auch geben, die für meine Position sind, meine Ziele sind, die ich im Unternehmen zu erfüllen habe, die zu meiner Jobrolle passen, also die Gruppe, in der ich agiere. Bin ich Projektmanager, bin ich IT-Architekt, bin ich Finanzcontroller, bin ich Kundenberater. Da gibt es unterschiedliche Aufgabenstellungen, wann ich da welche Lernelemente haben sollte. Und ein gutes System weiß natürlich oder prüft es auch einfach ab, welche Fähigkeiten ich schon habe. Das heißt, ich verschwende auch keine unnütze Zeit, irgendetwas mir anzuschauen oder anzulernen, was ich vielleicht schon kann, was meine Fähigkeiten eigentlich unterfordert, sondern ich werde geleitet immer an dem Level, wo ich eben entsprechend optimal dazulerne, wo ich motiviert bin, auch weiteres zu lernen, aber auf der anderen Seite auch nicht überfordert bin. Da spielt natürlich die persönliche Lernhistorie auch eine Rolle, das sollte dieses System natürlich auch kennen. Wir in der IBM nennen das Your Learning, also das ist die Überschrift hier jetzt auch dargestellt. Das ist unser IBM internes System, wo wir auch dann entsprechend tracken. Hier sehen wir diese 26 Stunden, die hier schon gelernt wurden im Unternehmen. Wir haben so eine Zielsetzung, dass jeder IBM-Mitarbeiter übers Jahr über mindestens 40 Stunden lernt und das auch vom Management entsprechend unterstützt wird. Das heißt, schafft mal ein Mitarbeiter nicht die 40 Stunden, ist es eigentlich keine Verfehlung des Mitarbeiters, sondern eher des Managements, dass nicht ausreichend Zeit gegeben wurde, um 40 Stunden im Unternehmen auch zu lernen. Und je mehr, desto besser ist eigentlich hier das Credo. Also bis zu 40 Stunden ist das Minimum, was ein IBM-Mitarbeiter im Jahr dazu lernen soll. Wenn wir dann auf die nächste Seite gehen, sehen wir eine Ansicht von einer Übersicht hier auf dem Smartphone dann entsprechend dargestellt. Das ist dann für einen Manager, das heißt eine Führungskraft, die Mitarbeiter führt. Auch die erhalten relevante Personalinformationen auf ihrem Smartphone, auf ihrem Tablet und entsprechend HR-strategische Unterstützung. Wir nennen das Fitbit für Manager, ähnlich wie man es aus den Fitnesskatalogen kennt. Sollte eine Führungskraft hier schnell, zeitnah, proaktiv Informationen bekommen, wo Handlungsbedarf ist im Rahmen der Mitarbeiterführung. Und somit können Führungskräfte entsprechend bessere Führungskräfte sein. Diese Assistenten helfen hier eben
Personalführung entsprechend gut zu machen, weil auch das ist eine Erkenntnis der letzten Jahre. Mitarbeiter, die kommen in ein Unternehmen, weil sie das Unternehmen klasse finden, aber ganz viele Mitarbeiter verlassen eigentlich ein Unternehmen, weil sie von ihrer Führungskraft nicht ordentlich geführt werden. Und die Führungskraft spielt hier eine wesentliche Rolle, wie zufrieden, engagiert, motiviert ein Mitarbeiter ist oder ob er das Unternehmen dann auch eventuell wieder verlässt. Das sind zwei Bereiche, die wir hier aus dem Career Coach und Talent Development kennen. Auf der nächsten Seite wiederum dargestellt. Und bevor wir dann zum Talent Insights gehen, hier nochmal der Anwendungsfall dann der Virtual Agent für HR auf Seite 13. Hier die typische Prozess. Ein Mitarbeiter ruft im Shared Service Center an und fragt entsprechend um Unterstützung. Wir haben hier die Shared Service Assistentin, die sich dem Watson-System entsprechend mit bedient und hier eine Anleitung bekommt, mit der Frage eben entsprechend umzugehen, wie kann der Mitarbeiter seine Adresse ändern. Und bei Adresse ändern ist natürlich schon mal die Fragestellung offen, dreht sich es hier um eine Adresse ändern in privater Umfeld oder ist es die Geschäftsadresse, und dementsprechend hat man gleich unterschiedliche Anwendungsfälle. Ist ein simples, triviales Beispiel vom Shared Service Center Alltag, aber man weiß, dass ca. 90-95% der Fragen tagtäglich in diesen Callcentern hier in diese Kategorie fallen, und dementsprechend kann hier natürlich so ein System speziell unerfahrenen Shared Service Center Mitarbeitern exzellent unterstützen, hier die richtige Rückfrage zu stellen oder dann die entsprechende Antwort an den Mitarbeiter zu geben und den entsprechend zu leiten. Und dann kommen wir auch zum nächsten Bereich, auf 14 nochmal dargestellt, im Bereich Talent Insights, und da möchte ich dann jetzt an meinen Kollegen Roger Henke übergeben, der uns diesen Bereich sowohl erläutern wird als auch dann demonstrieren wird. Roger. Ja, vielen Dank, Sven. Ich hoffe, man hört mich laut und deutlich. Aus dem vielfältigen Portfolio von Watson hat Sven Ihnen jetzt 5 konkrete Applikationen kurz vorgestellt. Von diesen 5 möchte ich mich heute zeithalber auf eines beschränken, wie schon vorangekündigt, IBM Watson Talent Insights. Ich habe dazu eine Live-Demo vorbereitet und ein paar begleitende Seiten, die ich jetzt gerne eigentlich durchgehen möchte mit Ihnen. Auf der einen Seite das Tool selber, Talent Insights, hat eine Fähigkeit, Analytics sehr gut zu können, sowohl die deskriptive wie auch die prädiktive Seite anzuschauen. Und Sie können damit vorausschauende Analytics machen, Insights gewinnen. Sie können in einen explorativen Modus gehen, wo Sie die Daten durchforschen. Sie können auch die gewonnenen Erkenntnisse in einem Art Präsentationsmodus direkt im Tool zusammenstellen, um es dann zu kommunizieren. Hier ganz kurz ein Profil von diesem Tool, für wen das Tool gedacht ist. Es ist gedacht für das HR-Fachpersonal. Ich werde dann auch in der Demo ein HR-Professional sein. Es ist gedacht für einen kleinen Benutzerkreis, der die HR-Personalführung in strategischen Fragen unterstützt. Wofür man es brauchen kann, für alle relevanten HR-Fragen, vor allem strategischen Fragen. Es nutzt die Zusammenführung unterschiedlicher Datenquellen aus und es sind strukturierte Daten, die wir hier verwenden. Was kann ich damit tun? Ich kann damit, wie schon gesagt, Daten direkt durchforsten. Wir werden das in der Live-Demo dann auch sehen. Auch vorausschauende Analytics machen. Da habe ich ein Szenario vorbereitet. Wie tue ich das Ganze? Relativ einfach. Ich brauche einen Browser, ich brauche Daten natürlich, ganz klar, und ich kann die Daten dann auch in natürliche Sprache befragen. An der Stelle schon, ich brauche nicht schlaue Suchalgorithmen herauszufinden, überhaupt statistikmäßig werde ich stark entlastet. Das werden wir gleich in der Demo auch noch sehen. Und wir sind der Meinung, dass wir mit diesem Talent Insights sehr wegweisend sind auf dem Markt, weil es eben den eigenen HR-Professional, das Fachpersonal, schnell und selbstständig Einsichten gewinnen lässt wie nie zuvor.
Es hat eine intelligente Hilfe eingebaut und vor allem auch einen Statistiker eingebaut, der dann die Hürde, das Tool zu benutzen, recht tief hält. Man wird geführt, geleitet, ohne dass man hier dann irre geht. An der Stelle würde ich gerne abspringen in mein Live-Szenario. Ich werde dazu den Browser wechseln hier auf Chrome. Wir haben uns bereits hier eingeloggt in dieses Tool IBM Watson Talent Insights. Ich bin heute in der Rolle als HR Professional. Ich habe so ein fiktives Beispiel, wie es aber durchaus stattfinden kann im Alltag, mal zusammengestellt. Ich habe ein Szenario von vorausschauender Analytik im Zusammenhang mit Mitarbeiterabwanderung und ich habe ein Personalbeschaffungsszenario im Zusammenhang mit Datendurchforstung, Datendurchforschung. Ich sitze an meinem Arbeitsplatz und mein Vorgesetzter kommt vorbei und sagt, du, wir haben ja jetzt gerade kürzlich eine Firma akquiriert, die in der medizinischen Selbstdiagnostik ja Marktführer war, damit sind wir jetzt auch gut dran. Das Ganze ist jetzt schon etwa 8 Monate durch und wir sehen, es gehen auch schon gewisse Leute bei uns, verlassen die neue kombinierte Firma, das ist zum Teil üblich, aber es gibt so Gerüchte, dass da noch viel mehr gehen werden und wir haben keine Ahnung, was da draußen passiert. Und ich werde jetzt gefragt, ob ich meinen Chef irgendwie unterstützen kann, aufgrund der Daten, die mir zur Verfügung stehen, dieser Frage nachzugehen, Einsichten zu gewinnen, damit man rechtzeitig gegensteuern kann. Das wäre also unser erstes Szenario. Die Daten, die ich hier verwende, werde ich Ihnen gleich zeigen. Diese verschiedenfarbigen Kacheln haben eine Bedeutung. Alle diejenigen Kacheln, die in so gelb-orange Farben sind, das sind eigentliche Daten. Alle anderen Farben sind dann Artefakte oder Resultate, die ich aus diesen Daten generiere. Ich werde gleich hier dann starten, hier bei 69 Medium Quality Attrition Data 1 V16. Damit Sie aber ein bisschen mehr mitbekommen, was das für Daten sind, möchte ich noch einen Schritt zurück machen und in die Daten selber gehen. Zu diesem Zweck öffne ich hier ein Excel-Spreadsheet. Sie sehen hier oben der Name Attrition Data 1 V16. Das ist entsprechend der Kachel, die in unserem Talent Insights Tool schon drin ist. Und was Sie jetzt hier sehen, ist ein Datenset, dass ich Talent Insights zur Verfügung gestellt habe. Wir sehen hier in der ersten Zeile in blau Titel, das sind sprechende Namen und das ist ganz wichtig, hier dürfen keine Kürzel stehen, kryptische Zeichen, D underscore 53789, hier in dieser ersten Zeile müssen sprechende Namen stehen, weil Watson Talent Insights versteht die HR-Sprache. Und wenn Watson diese Daten bekommt, interpretiert er diese Kolonnen zusammen mit dem Titel. Ich habe hier die Kolonne C extra ausgewählt. Was Sie hier nämlich sehen, ist Attrition, die Abwanderung. Und Sie sehen hier in den Zeilen, was hier jeweils ein Mitarbeiter repräsentiert. Das muss nicht so sein, das kann auch eine ganze Abteilung sein oder Gruppen sein. In meinem Beispiel heute sind es einzelne Zeilen pro Mitarbeiter. Keine Namen, keine weiteren Informationen dazu. Und Sie sehen, hier steht Attrition True or False. Das heißt, ich habe hier historische Daten, Daten von Mitarbeitern, die die Firma schon verlassen haben. Die sind dann auf True. Und Mitarbeiter, die wir noch in unserer Firma haben, die sind noch nicht gegangen, darum False. Und diese zwei verschiedenen Typen an Daten nehme ich mit in meine Analyse. Diese Daten selber sind vielleicht 20, 30 Spalten, das sind demografische Daten, Daten über die Rollen, über verschiedene Parameter, das sind eigentlich ganz normale Standarddaten, die man heute aus ein oder auch mehreren Systemen hier in einem Excel-Spreadsheet relativ einfach zusammenführen kann. Ich habe hier etwa, sind es rund 1000 Zeilen, glaube ich, wenn wir nach unten gehen, ja, etwa knapp 1000 Zeilen. Ich könnte hier 1 Million Zeile abbilden und etwa 512 Spalten, also hier gibt es genügend Platz, um Daten hochzuladen in ein Datenset. Ich habe das vorgängig schon gemacht, um ein bisschen Zeit zu sparen. Wenn ich das hochlade, bekommen wir dann hier eine solche Kachel. Und das erste Geniale, was eigentlich hier entsteht, ist, ich bekomme bereits durch die Dateninterpretation von Watson einen Hinweis, dass meine Daten Medium Quality sind mit einem Score von 69 auf einer Skala zwischen 0 und 100. Hier bekomme ich also, ohne dass ich Statistiker bin, ohne dass ich Mathematiker bin,
schon den ersten Hinweis bei der Befütterung von Teilen Insights, wie gut sind denn meine Daten. Ich muss dann niemand dazu befragen, ich bekomme das direkt nach dem Hochladen der Daten von Watson als Hinweis, wie gut sind diese Daten geeignet, um zum Beispiel auch vorausschauende Analytics zu machen, was wir jetzt gleich tun. 69 reicht, also wenn man 55 oder 50 drunter ist, wird es langsam kritisch. Was man dann tun müsste, nochmal sein Datenset überprüfen, ob es zum Beispiel massive Lücken gibt, ob es da Dinge gibt, die keinen Sinn machen oder eben auch die Daten entsprechend weiter anreichen mit weiteren Datenpunkten. Das ist eine einfache Sache, die ich auch selbstständig machen kann, wieder hochladen kann, updaten kann. Ich bekomme unmittelbar dann wieder meine Maßnahmen, die ich getroffen habe, gespiegelt, ob sie in die richtige Richtung gehen. Das ist eben genau der Punkt, wo ich gesagt habe, es ist schnell und einfach voran. Ich habe jetzt auf die Kachel geklickt. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell in der Datenübertragung des Webinars. Ich wähle hier unten Predict aus. Und was wir jetzt tun, wir geben diese Analyse, die wir jetzt gleich starten, einen Namen als ersten Schritt und werden dann unser Thema auswählen. Ich werde hier mal einfach schreiben, Attrition, 1, 2, 3, 4. Und ich wähle mir hier, Sie sehen hier gibt es so kleine Kästchen mit so Zielsymbolen drin. Hier hat Watson mir bereits darauf aufmerksam gemacht, dass er hier 5 Spalten gefunden hat, die sich eignen würden, eigentlich analysiert zu werden oder in den Mittelpunkt gestellt zu werden. Ich reduziere mich heute in der Demo auf Attrition, Abwanderung. Wähle diesen Punkt aus und wähle jetzt den Schritt Create. Jetzt werden die Daten ein zweites Mal analysiert. Was jetzt hier vielleicht in 30 bis 45 Sekunden passiert, geschieht normalerweise mit den heute üblichen Mitteln etwa eine Woche, 2 Wochen oder vielleicht sogar 2 Monate, weil Sie die Modelle mit Mathematikern besprechen müssen, weil Mathematiker die Modelle anwenden müssen auf die Daten, dann sich ein Feedback einholen müssen, wieder bei den HR-Professionals, ob die Modelle auch sinnvoll sind, ob sie passen, ob das Sinn macht. Dann gibt es vielleicht noch eine zweite Iteration, Modellanpassung, Modellwechsel und so weiter. Und das geschieht jetzt eigentlich alles auf einen Knopfdruck. Ich kann es selbstständig tun. Ich brauche meinen Mathematiker oder Statistiker nicht, weil er ja eben durch die künstliche Intelligenz schon eingebaut ist. Wenn sich das Resultat hier dann aufbaut, werden wir in der Mitte unsere Resultate-Darstellung in einem Spiraldiagramm sehen, links und rechts begleitende Felder, und ich erkläre Ihnen ganz kurz, nicht bis in jedes Detail, da reicht die Zeit einfach nicht, was wir hier auf dem Schirm haben, in der Mitte unsere Frage Attrition, Abwanderung, das ist das, was uns interessiert, wir wollen verstehen, warum verlassen unsere Mitarbeiter nach der Akquirierung von dieser Firma unsere Firma. Auf der linken Seite habe ich hier eine Steuermöglichkeit, wo ich Einfluss nehmen kann auf das statistische Modell. Auf der rechten Seite sehen Sie jetzt auch schon Grafiken, wo ich dann im Spiraldiagramm in Details hineingehen kann. Und im oberen Bereich gibt es weiterführende Informationen. Hier zum Beispiel die 69, die Sie vorhin schon gesehen haben. Es wird mir hier gesagt, für die prädiktive Analyse ist das eine gute Datenqualität. Es gäbe hier die Möglichkeit, mit View abzutauchen und mir nochmals sicher zu gehen, wo sind meine Daten dann stark, wo sind sie vielleicht schwach. Und auch hier bekomme ich von Watson schon Hinweise, welche Daten er ausgemustert hat, weil es zum Beispiel Konstanten sind. Und Konstanten, wenn das bei allen genau gleich ist, ist das keine Einflussgröße, mit der man vorausschauende Analytics machen kann und mehr. Widmen wir uns ganz eindeutig dem Zentrum. Die Spiraldiagramm ist einfach zu lesen. Je näher eine Kreisfläche der Mitte kommt, desto stärker ist der Einflussfaktor auf das Thema. Mit Maus-Ohr bekomme ich hier mit rund fast 84% einen Hinweis von Watson, dass der Former Employer, also der vormalige Arbeitgeber, eine Größe ist, die eine wesentliche Rolle spielt, warum Mitarbeiter die Firma verlassen. Und Sie sehen, ich habe hier die Top 5 bekommen, die Top 3 sogar eingefärbt. Ich werde hier darauf hingewiesen, auch mit rund 84%, dass Überstunden ein wichtiger Faktor ist, warum Mitarbeiter Firmen verlassen. Oder hier dann im dritten blauen Kreisfläche die Jobrolle. Vielleicht an dem Punkt denken Sie sich, ja gut, was ist, wenn
wir Jobrolle und vielleicht Überstunden kombinieren. Was wir jetzt im Moment haben, ist eine Einfaktorenanalyse. Und da kommen wir jetzt nach links. Ich kann selbstverständlich eine Zweifaktorenanalyse machen. Klick hier drauf und das Modell sofort aktualisiert. Sie sehen, die einzelnen Kreisflächen sind etwas näher in die Mitte gerutscht. Wenn ich jetzt mit der Maus drüber gehe, sind es rund 85,5%. Und Watson hat mir jetzt hier gesagt, dass der vormalige Arbeitgeber und die Jobrolle diese Kombination die stärkste Einflussgröße ist, warum Mitarbeiter die Firma verlassen. Ich könnte hier beim zweiten noch gucken, beim grünen, vormaliger Arbeitgeber und die Distanz von zu Hause zum Beispiel zum Arbeitsplatz oder auch vormaliger Arbeitgeber und eine Daily Rate, die hier mit im Spiel ist in meinen Daten. Und Sie könnten vielleicht an dem Punkt auch sagen, ja gut, jetzt haben wir eine Zwei-Faktoren-Analyse, wie ist das dann, wenn wir alle Faktoren, die wir haben, irgendwie zusammentragen und alles miteinander kombinieren, was das Schlimmste sein könnte, und das tue ich hier gleich links. Mit Combination haben Sie 18 stärksten Einflussfaktoren. Die Kacheln sind, also die Kreisflächen sind nicht mehr wesentlich hier aufgerutscht, aber ich sehe hier schon, ich habe einige mehr Faktoren bekommen und spätestens jetzt möchte ich die Welt doch im Detail besser verstehen, gehe dann auf More Details und lande hier direkt dann im Resultatebuch. Im Moment geht es, bis es sich öffnet. Ich komme hier ins Resultatebuch, das man durchblättern kann. Ich werde heute auch nicht alle Seiten durchgehen, da fehlt uns schlicht die Zeit. Und in dieser einfachen Darstellung, wie Sie das jetzt hier sehen, je größer ein Text geschrieben ist, desto größer ist der Einflussfaktor. Ein solches Resultat können Sie problemlos verwenden, mit irgendeiner Rolle im Unternehmen zu kommunizieren, wo der Schuh drückt. Viel spannender wird die ganze Sache, wenn wir uns das im Decision Tree Map anschauen. Das ist eine Methode, die sich Watson jetzt aufgrund unserer Daten hier selbstständig ausgesucht hat. Und Sie können sich vielleicht erinnern, ich habe mal anfangs erwähnt, in den Daten haben wir Attrition False oder Attrition True. Wenn ich hier auf True wechsle, können wir lernen zu verstehen, was hat unsere Mitarbeiter dann zum Verlassen der Firma angetrieben. Ich bekomme die Top 5 Kombinationen, wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, Top 1, und das liest sich immer von links nach rechts. Wenn ich als vormaliger Arbeitgeber die Firma Navotech hatte, wenn ich Überstunden leiste, ja. Wenn ich mit meinem Arbeitsumgebung nicht so zufrieden bin, eine kleine 2 habe, das ist ein Hotspot. Hier müssen Sie aufpassen, beziehungsweise hier war es der Treiber, warum Mitarbeiter die Firma verlassen haben. Was uns natürlich interessiert, sind die, die noch da sind. Wie sieht das bei denen aus? Sieht das genau gleich aus oder sieht das anders aus? Wir sehen hier spontan, das sieht anders aus, die Kombination. Top 1 Priorität wäre hier darauf zu achten, auch wieder von links nach rechts. Der vormalige Arbeitgeber ist Implafarm, Überstunden sind hier keine vorhanden. Job Locations in einer Reihe von Ländern, Australien, Kanada, Irland und so weiter. Meine Daily Rate ist über 3,91. Ich habe keine Aktienoptionen. Sie ahnen schon, hier bekomme ich relativ schnell eine Kombination von Einfluss- und Co-Einflussfaktoren dargestellt, das mir dann ermöglicht, hier noch frühzeitig zu reagieren, die Gruppenabteilung vielleicht auch runter bis zum Mitarbeiter zu identifizieren, um hier gezielt dann Abwanderung zu verhindern. Das wäre mein erstes Szenario zu dieser Abwanderung. Ich werde hier ins nächste Szenario steigen für die restlichen 3 Minuten circa. Der zweite Teil wäre, wenn uns die Leute trotzdem die verlassen haben, gegangen sind, möchte ich vielleicht wissen, ja, wie ist denn uns denn bestellt mit unserer Firma, wie schnell können wir engagierte Leute mit an Bord holen. Dazu verwende ich jetzt ein anderes Datenset hier ganz rechts und werde jetzt in den explorativen Teil gehen. Das ist so das spannende Durchforsten und Durchforschen der Daten. Und wenn die Daten hier aufbereitet sind, die sind auch aus einem Excel-Spreadsheet recht ähnlich so entstanden. Voilà. Starte ich hier mit meiner ersten Frage, was hier vielleicht schon auffällt für Sie, in diesen Kacheln mit den hellblauen Symbolen stehen schon Fragen drin. Was Watson nämlich auch tut während meiner Analyse, er begleitet mich mit Einstiegsfragen. Aufgrund der Daten, die ich ihm zur Verfügung gestellt habe,
generiert er dynamisch, nicht vorgespeichert, sondern dynamisch Fragen, die optimal passen würden für die Daten, die ich ihm soeben geliefert habe oder als ich dieses Datenset nach oben geladen habe. Ich möchte aber heute jetzt nicht diese verwenden, diese Einstiegsfragen, weil ich schon sehr gezielt weiß, was ich machen möchte. Ich möchte nämlich dann danach fragen, wie viele Mitarbeiter haben wir dann in den unterschiedlichen Ländern. Und da muss ich mal versuchen herauszufinden, wo der Schuh drückt. Ich klicke an und Watson kommt als Antwort mir hier in der Exploration immer zurück mit einer Grafik. Er wählt die Grafik komplett selbstständig aus einem Set von 15 verschiedenen grafischen Möglichkeiten und er hat hier selbstständig gemerkt, dass ich nach Ländern gefragt habe und deshalb es mehr Sinn macht, jetzt in diesem Zusammenhang Mitarbeiter pro Länder mir eine Karte darzustellen. Ich kann diese Karte interaktiv verwenden. Hier in Deutschland haben wir 92 Mitarbeiter. Ich möchte mal wissen in Deutschland, was für Jobrollen haben diese Leute denn in Deutschland? Da kann ich relativ einfach hier mit einem Rechtsklick eine Abtiefung erfahren. So, sobald das hier funktioniert, kann ich das anklicken. Das ist eine Live-Demo, die immer funktioniert. So, ich habe hier keine Abtiefung mit Jobtitel. Ah, vielleicht geht es jetzt. Nee, ist es nicht kooperativ, dann hätte ich die Abtiefung hier als Jobtitle. Ich habe das vorhin hier auch schon mal durchgeführt. Mal gucken, wo ich das habe hier. Nee, habe ich es nicht. Als Workaround mache ich Folgendes. Ich kann die Direktfrage auch hier direkt stellen. Ja, genau. Und kann dann reingehen. Und kann hier dann schauen, wie sieht die Sache aus. Ja, das ist jetzt die Attrition-Frage. Stopp. Ich habe gesehen, ich habe das falsche Datenset verwendet. Entschuldigung für diese Panne. Der Bildschirm ist hier weniger breit im Präsentationsmodus als gedacht. So, jetzt habe ich das entsprechende Datenset geholt. Ich werde jetzt die Frage stellen, die ich vorhin schon mal eingetippt habe. Bei Country. Wähle wieder entsprechende Fragestellung aus, bekomme die grafische Darstellung, kann dieser grafischen Darstellung, die jetzt ein Heatmap ist, desto dunkler, desto mehr Mitarbeiter haben wir bei Deutschland nachschauen. Gehe hier auf Jobtitle, so, jetzt müsste es gehen, jawohl, Jobtitle, und bekomme hier dann automatisch wieder von Watson dargestellt, diesmal jetzt in einem Barchart, wie es in Deutschland aussieht. Links hier auf der Y-Achse haben wir die Anzahl Mitarbeiter, auf der X-Achse die entsprechenden Rollen. Wenn ich gewohnt bin, in irgendeinem Tree-Map oder Bar-Chart oder eben Kuchendiagramm zu kommunizieren und zu denken, dann kann ich hier unten ganz schnell das wechseln, bekomme hier auch wieder Empfehlungen von Watson, welches denn geeignete grafische Darstellungen sind für die Frage, die ich hier gerade habe. Und ich wechsle hier zurück. Ich möchte zum Beispiel hier wissen, wo sind dann meine engagierten Leute? Engagement Groups. Gucken wir uns das mal an. Indem ich hier eine weitere Datendimension jetzt hinzugenommen habe, sehen wir in zwei, drei Klicks Folgendes. Wir sehen jetzt Anzahl Mitarbeiter auf der linken Y-Achse. In 0 bis 100% relativ und unten auf der X-Achse haben wir unsere Rollen und wir sehen hier, dass die Mitarbeiter hier in Engagement Groups eingeteilt sind, von schwachem Engagement bis zu starkem Engagement. Das Orange wäre hier sehr stark. Wenn ich da wegklicke, sehe ich sofort, in welchen Rollen sind die Leute, die relativ stark hier engagiert sind. Ich kann an dieser Stelle zu jeder Zeit meinen Deutschlandfilter hier unten links nochmals hochholen und sagen, okay, ich möchte doch wieder mal die weitere Sicht über Deutschland hinweg. Mit einem Klick aktualisiert sich das ganze Diagramm hier und ich habe jetzt wieder die Sicht auf die ganze Weltkarte, auf alle Sales-Rollen, Marketing-Manager-Rollen. Wenn ich dann wissen möchte, woher kommen die Leute, aus welchen Hiring-Quellen kommen die zu uns, weil das wäre ja relativ wichtig zu wissen, wenn wir jetzt Leute suchen,
Dann sehen wir hier relativ schnell, fällt auf, bei Rehire sind, wir haben auch Leute, die wieder zu uns kommen und die sind alle eigentlich durchweg sehr stark im Engagement, fällt hier noch stärker auf, wenn ich das filtere und so weiter und so fort. Also in wenigen Klicks kann ich hier rausbekommen, wo sind meine Jobrollen, wo fehlt es in der Menge, wo fehlt es im Engagement, wo müssen wir uns fokussieren, auf welche Hiring-Quellen und so weiter kann man weitergehen. Oben, was ich noch nicht erwähnt habe, ist mir Watson immer einen Schritt voraus in diesen Reben hier. Da kann ich von Watson eigentlich Hinweise bekommen, wo es noch Schätze zu heben gibt. Ich bin sehr konzentriert unterwegs mit meinen Fragestellungen und Watson guckt mir quasi über die Schulter und sagt, schau mal hier links, hier rechts, auf diese verschiedenen Aspekte hin, hier könnten möglicherweise auch Informationen und Einsichten sein für dich. Ich werde also mitgesteuert und ich habe jederzeit die Möglichkeit, hier diese Hinweise auch anzuschauen, mich darin zu vertiefen, neue Gedankengänge anzuhängen. Ich kann das Ende des Tages hier speichern und morgen weiterfahren. Oder ich kann sagen, ich möchte das gleich mit meinen Vorgesetzten teilen hier. Kann auf Share gehen und kann hier zum Beispiel einen Link oder ein E-Mail senden, wo ich diese entsprechenden Grafiken bereits auf PowerPoint-Slides weiterleiten kann. Aufgrund der Zeit stoppe ich hier und komme ganz rasch zurück wieder in unsere Präsentation. Auf diese Slide ganz kurz zusammengefasst, dann geht es gleich weiter. Watson Talent Insights bietet mir die Hilfsmittel, die ich unten dargestellt habe, Einstiegsfragen, Vertiefungsmöglichkeiten von prädiktiven Modellen, Visualisierungsunterstützung, Datenqualität werde ich super unterstützt und auch das Querdenken ist schon eingebaut und der Statistiker. Und das hat auch das typische Dreieck, das immer durch Qualität, Output durch Zeit und Budget limitiert ist, sehr positive Auswirkungen. Ich brauche weniger Zeit, ich habe weniger Aufwand, ich bin schneller, ich bekomme mehr Einsichten. Ja, das im ganz schnellen Durchlauf. Und Sven, sorry für die 2, 3 Minuten mehr, ich übergebe dir jetzt weiter. Alles klar, kein Thema, Roger. Super, vielen Dank für die Demo und Darstellung. Und man hat auch schön gesehen, wie die Performance hier in der Cloud, Watson ist in der Cloud etabliert, entsprechend schnelle Antworten liefert. Auf den nächsten Seiten nochmal zwei Bereiche anzudeuten. Ich hatte es einleitend schon gesagt, im Recruitment wird es weitere Systeme von Watson unterstützt geben. Recruiter werden hier zum Marketier, zum Beziehungsmanager, als Prozesskoordinator. Wir werden hier ganz viele Möglichkeiten tatsächlich finden, den passenden Bewerber eben zur offenen Stelle zuzuordnen, beziehungsweise es wird Systeme geben, wo die Kandidaten, sobald sie auf der Karriereseite landen, und man sieht hier zum Beispiel die Einstiegsseite, wie wir sie bei der IBM demnächst haben werden, das ist noch Demo-Umfeld, aber hier eine Einstiegsseite, wo interaktiv mit einem Kandidaten gearbeitet wird, den passenden Job bei der IBM entsprechend zu finden und sich dann ganz einfach auch drauf zu bewerben, um dann tatsächlich ein KPI von Time to Hire von wahrscheinlich zwischen 10 und 20 maximal Tagen zu erreichen, vom Job finden bis Arbeitsvertrag unterschreiben. Gehen wir davon aus, dass das die KPIs zukünftig sein werden. Noch eins weiter ist dann noch der Karrierecoach dargestellt, hatte ich auch gesagt, kann man einen Screenshot, das wird vermutlich eine einfache Applikation sein, die wir jetzt gerade entwickeln. Die ist übrigens entstanden durch ein IBM internes Crowdsourcing, wo wir in der IBM ein Crowdsourcing-Projekt aufgemacht haben, wo wir gesagt haben, was brauchen wir an kognitiven Lösungen zukünftig selber für die IBM bzw. für den Markt. Und da wurde dieser Karriere-Coach quasi entwickelt und wird jetzt produktiv gesetzt, um dann Mitarbeiter zu begleiten, ihre Karriere zu gestalten. Also hier so ein interaktives System, wie ich vorher schon sagte, das die Skills kennt, die man hat und hier entsprechende Karriereempfehlungen gibt. Also ganz viele Assistenten, unterstützt von Watson Technologie, die zukünftig hier im Personalwesen kommen werden. Wir haben hier in 45 Minuten mal einen Überblick gegeben, haben das Talent Insights etwas vertieft, weil wir da in einigen konkreten Projekten jetzt bei vielen Unternehmen weltweit
schon unsere Erfolgsstories erleben und das dementsprechend weitertragen wollen. Und auch die weiteren Assistenten und Assistenzsysteme werden verfügbar gemacht. Und ja, hier wird Watson auch im Personalwesen wesentliche Arbeit leisten und das Personalwesen unserer Meinung nach revolutionieren. Soweit unsere Präsentation und jetzt hätten wir noch ein paar Minuten Zeit auch für Fragen und da würde ich dann mal die Katharina bitten, bevor wir aber, Tjalf, vielleicht noch die kleine Umfrage starten, wo sehen die Teilnehmer, die jetzt hier im Call sind, den größten Nutzen, kognitive Lösungen einzusetzen. Wir haben hier mal eine Auswahl gegeben und da bitten wir doch darum, mal kurz eine Abstimmung zu machen. Und Katharina hat vielleicht die erste Frage für uns. Ja, Umfrage läuft, wenn ich ganz kurz übernehmen darf. Und es wurden auch schon sehr viele Fragen hier im Chat gestellt. Aber da kann ich ja direkt, wie vorgeschlagen, die Frau Peters übergeben. Wie ist denn da der Stand? Genau, und zwar im Laufe der Präsentation kamen einige Fragen auf. Einige habe ich so beantwortet, weil sie halt im Laufe der Präsentation auch noch beantwortet wurden und ich sie somit ein bisschen verschoben habe. Letztendlich sind aber noch ein paar offene Fragen und da geht es zum einen zum Beispiel um die Datenintegration. Da sagte ein Teilnehmer, dass es ja zum einen auch von dem Input der Mitarbeiter leben würde und zum anderen aber auch von der Aktualisierung der Jobprofile. Das Ganze würde sehr aufwendig klingen und da ist jetzt die Frage, wie viel Aufwand steht denn letztendlich für HR dahinter, um die Daten immer aktuell zu halten? Also kann ich vielleicht beantworten, hier aus Sven Semet nochmal. Der Aufwand für HR wird sich auf ein Minimum reduzieren, weil auch hier arbeitet man zukünftig sehr stark mit Self-Services von Mitarbeitern und Führungskräften und stellt entsprechende Templates zur Verfügung. Gerade wenn man an Jobprofile denkt, dann haben ganz viele Unternehmen weltweit einen IT-Projektmanager, der eine gewisse Kompetenz haben sollte. Und den gibt es dann in Ausprägungen Junior, Senior, Executive Projektmanager. Und diese Templates, die sind frei verfügbar, die werden von Unternehmen genutzt und die Mitarbeiter machen ihr jährliches oder regelmäßiges Assessment gegen diese Profile und erhalten daraufhin auch ihre Entwicklungsmöglichkeiten und die Systeme nutzen natürlich diese Informationen, die der Mitarbeiter hier in den Systemen selber pflegt, ähnlich wie wir es ja auch kennen. Ganz viele haben ihre Profile bei Xing oder bei LinkedIn und erleben dort die Endorsements, das Tagging quasi von anderen und so gibt es Profile dann unternehmensintern, die dafür genutzt werden können. Also für HR wird es ein Minimum an Datenpflege sein, weil das werden die Mitarbeiter und Führungskräfte in ihrem eigenen Sinne aktuell halten und pflegen, weil sie wollen ja entsprechend selber Karriere machen. Okay, super, danke. Dann geht es weiter mit einer inhaltlichen Frage und zwar, woran misst oder woran macht Watson denn überhaupt fest, dass ein Mitarbeiter engagiert ist? Ja, Mitarbeiterengagement kann man natürlich auf unterschiedliche Wege messen. Das Typische, was man vielleicht noch kennt, ist das Mitarbeiterengagement, das man alleine schon aus den Mitarbeiterumfragedatenbanken kennt, teilweise noch auf jährlicher oder zweijährigem Rhythmus, was aber jetzt sukzessive dazu übergeht, kontinuierliche Feedbacks von Mitarbeitern einzuholen in den Systemen, dass hier ein Pop-up hochkommt. Wie hast du verstanden, die letzte Unternehmenskommunikation, fühlst du dich da entsprechend abgeholt? Hier kann man entsprechend als Engagement und Motivation entsprechend abfragen. Aber auch in den Social-Kommunikationswegen, wir IBM gehen ganz weit weg oder reduzieren den E-Mail-Fluss ganz stark, indem wir über einen Social Collaboration arbeiten. Auch da kann ich entsprechend Engagement und Motivation in den Systemen ablesen und kann hier dementsprechende Analysen machen, ähnlich wie wir es aus den öffentlichen Social Collaboration Tools, Facebook, Twitter, Instagram und Co. kennen, kann ich hier entsprechende Einschätzungen machen und es analysieren.
Dort spielt natürlich die Data Privacy noch eine viel, viel wichtigere Rolle. Und hier muss ich eben darauf achten, wo arbeite ich mit entsprechend anonymisierten Daten, mit entsprechenden Gruppen, die ich mit der Mitbestimmung abgestimmt habe, um dann entsprechende Erkenntnisse zu ziehen. Aber das geht auf dieser Big Data in HR geht es schon ganz gut. Okay, Chalf, bei den Anbetracht der Zeit. Genau, ich hätte Chalf mal kurz um die Ergebnisse gebeten in der Umfrage. Mache ich gerne und übertrage die Ergebnisse. Ja, 12% sagen Wissensdatenbank, 12% wissen im Unternehmen, extern mit Partnern und Kunden teilen, 48% sagen tägliche Assistentinnen in unterschiedlichen Anwendungsfällen, ganze 24% sagen eigenständiges System zur Erledigung verschiedener Aufgaben und 3% sehen andere Anwendungsmöglichkeiten. Ja, okay, vielen Dank. Ja, also ich glaube, das ist ganz klar zu erkennen hier. Wir wollen solche Systeme zukünftig eben als Interaktionssysteme in unserem täglichen Arbeiten sehen. Bis dahin, das freut mich auch hier, 24% sagen auch eigenständiges System zur Erledigung von verschiedenen Aufgaben. Auch da wird es hingehen, dass es hier Systeme gibt, hier, die ganz stark entsprechende Vorauswahl treffen. Genau. Herzlichen Dank für die Frage und die entsprechende Beantwortung und Ergebnisse. Dann Katharina, in Anbetracht der Zeit noch eine letzte wichtige Frage im Chat. Da sind zum Schluss noch einige Fragen reingekommen. Ich kann mich leider nicht mehr auf alle konzentrieren. Ich will aber zum Abschluss noch eine Frage gern von euch beantwortet haben und das ist, ab welcher Unternehmensgröße würde sich Watson denn jetzt eignen oder lohnen? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir sagen, so ab 1000 Mitarbeiter aufwärts wird es auf jeden Fall lohnenswert. Darunter lassen sich aber auch kleinere Applikationen schon sinnvoll einsetzen. Also das Talent Insights, was wir jetzt von Roger gesehen haben, in der Demonstration zum Beispiel, ist sicherlich ab 1000 Mitarbeiter aufwärts schon sehr hilfreiche Unterstützung in der täglichen HR-Arbeit, auf der schnellen Beantwortung von Fragen und der Vorhersage entsprechend. Je mehr Mitarbeiter Daten natürlich vorhanden sind, desto besser. Wenn wir aber unter die 1000 Mitarbeiter gehen, kann es auch schon interessant sein, im Karriereumfeld, im Lernumfeld hier entsprechende Systeme mit einzusetzen. Also da würde ich empfehlen, einfach auf uns zukommen, die Problemstellung mit uns diskutieren. Und dann kann man ziemlich schnell entscheiden, welche Funktionalität hier für den Einsatz Sinn machen. Preislich gesehen ist es total individuell zu betrachten. Wir haben vorher, und das kann man dann auch aus der Präsentation, die wir ja auch verschicken werden, den Link einfach nutzen. Wir haben in der Cloud On Demand Watson Analytics schon für, ich glaube, ich aktuell gerade unter 30 € pro Monat nutzbar für eine entsprechende Exploration von Daten. Also hier geht man auch ganz stark jetzt dazu ran, preislich betrachtet, On-Demand-Funktionalität in der Cloud zur Verfügung zu stellen. Und das findet man auf dem IBM Marketplace, kann man hier Funktionalitäten nutzen. Von der Free Trial, die habe ich gar nicht erwähnt, genau. Natürlich kann man am Anfang kostenlos ausprobieren. Und wenn man es dann kontinuierlich entsprechend einsetzt und zusätzliche Funktionalitäten und Speicherplatz möchte, ich glaube, es geht gerade unter 30 € pro Monat pro User schon los, das zu nutzen. Also von dem her ganz weit runter skalierbar, nach oben keine Grenzen. Also da kann man jetzt wirklich sagen, on demand kann man diese Funktionalitäten einsetzen. Vielleicht so die Beantwortung der Frage, dann bedanke ich mich für die Teilnahme und ja, freue mich auf die weiteren Gespräche und ja, die Einsatzmöglichkeit von IBM Watson Talent Solutions in dem ein oder anderen Unternehmensumfeld in Zukunft. Gut, dann übernehme ich nochmal kurz zum Schluss. Mein Name ist nochmal Tjalf Nienaber von HR Networks. Vielen Dank seitens IBM für diese Präsentation und endlich wissen wir,
was Mr. Watson eigentlich macht. Das war bis dato immer, wir haben ganz viele Webinare gehabt, da war immer die Frage, zeig doch mal was zum IBM Watson, das wollen wir gerne sehen. Heute haben wir es gesehen, also vielen Dank und hoffe, dass Sie bald wieder mit dabei sind, um dann nochmal die ersten Referenzen nochmal, vielleicht auch mal darzustellen. Das denke ich mal super spannend, dieses Tool. Also vielen Dank an Sie alle und auch an Frau Peters für die Beantwortung hier der Fragen im Chat. Es sind nicht alle Fragen beantwortet worden, aber Sie können natürlich sich jederzeit gerne an die IBM direkt wenden. Die Mail geht in den nächsten Tagen an Sie raus mit auch nochmal dem Link zur Präsentation, auch zur Aufzeichnung. Da geht also wirklich nichts verloren. Vielen Dank für auch die Teilnahme und ich lasse noch einen Augenblick die Session hier offen, beende aber die Aufzeichnung und wenn Sie mögen, können Sie gerne noch im Chat ein paar Kommentare hinterlassen, wie es Ihnen heute gefallen hat. Vielen Dank und bis bald. Machen Sie es gut. Dankeschön.